Moin Moin Leute, Tumble hier und da sind wir wieder mit Let's Play Oblivion und wir nehmen direkt den neuen Auftrag von Vicenta an. Na, ihr Hi. Seid ja ehrgeizig, was? Ich fürchte, ich habe keine weiteren Aufträge für euch. Unsere Zusammenarbeit ist nun vorbei. Hm? Meldet euch stattdessen bei Ocheva, hier in der Zuflucht. Von jetzt an erhaltet ihr eure Aufträge von ihr. Sie wartet bereits auf euch. Bevor ihr geht, will ich noch auf ein Angebot zurückkommen, das ich euch vor einiger Zeit machte. Als Vampir kann ich meine Gabe nach meinem Gutdünken an andere weitergeben. Ihr habt mir gut gedient, und ich will nun die Gabe an euch weitergeben. Soll ich meine dunklen Kräfte nutzen und euch zu einem Vampir machen? Noch nicht. Jetzt noch nicht. Ein andermal. Ja, ich verstehe eure Ängste. Schließlich geschieht es nicht alle Tage, dass man die Einladung erhält, sich den Reihen der Untoten anzuschließen. Solltet ihr jemals eure Meinung ändern, dann sorgt euch nicht. Mein Angebot gilt auf ewig. Kehrt einfach zurück und sprecht mich auf das dunkle Geschenk an. Und schon werden wir beginnen können. Okay. Gut, ich werde darauf zurückkommen. Auf Wiedersehen. Und genau das werden wir auch wirklich machen, aber noch etwas später. Wir noch ein paar Quests machen vorher. Aber jetzt suchen wir doch erstmal nach Ocheva. Vielleicht hat sie ja mal einen interessanten Job für uns. Und wir haben jetzt auch den Schlüssel für den Brunnen hier. Das werden wir dann, werde ich dann auch gleich zeigen, wie wir hier rauskommen. Aber jetzt, Ocheva, wo bist du? Da bist du. Hi. Hallo, Mann. Nein, das ist nicht Ocheva. Moment. Ocheva ist irgendwo da hinten. Zeit. Da, hi. Seid gegrüßt. Ich habe euch erwartet. Wie Vicente euch sicherlich gesagt hat, werdet ihr nicht mehr für ihn arbeiten. Von nun an werdet ihr eure Aufträge von mir erhalten. Euer nächster Auftrag ist sogar schon eingegangen. Okay, erzählt mir mehr. In der Kaiserstadt lebt ein Hochelf, dessen Leben ausgelöscht werden muss. Diese Person zu finden, könnte eine Herausforderung darstellen. Habt ihr Interesse? Ja, natürlich. Ich nehme den Auftrag an. Ich wusste, ihr würdet nicht widerstehen können. Euer Ziel ist ein Hochelf namens Felian. Er lebt irgendwo in der Kaiserstadt und mag lange Spaziergänge. Leider ist das alles, was wir wissen. Wir wissen nicht, in welchem Viertel er wohnt, noch welche Etablissements er aufsucht oder irgendetwas über seinen Tagesablauf. Bei diesem Auftrag ist etwas Detektivarbeit nötig. Ich schlage vor, ihr sprecht mit euren Brüdern und Schwestern und fragt, ob sie euch einen Rat geben können. Ach ja, da ist noch etwas. Die Kaiserstadt ist auch das Zuhause eines Hauptmanns der Kaiserlichen Legion namens Adamus Philida. Wisst ihr, wer das ist? Nein, sagt mir nichts. Philida hat sein Leben der Auslöschung der dunklen Bruderschaft gewidmet und wird sehr zornig, wenn unsere Pflichten uns in die Kaiserstadt führen. Wenn so etwas geschieht, macht er zumeist unser Leben sehr schwer. Geben wir dem guten Hauptmann keinen Grund, sich mehr mit unseren Angelegenheiten zu befassen, ja? Wenn es möglich ist, beseitigt Felian irgendwo, wo es keiner bemerkt. In jedem Fall nicht im Freien. Wenn niemand in der Nähe ist, an einem sicheren Ort, ohne Zeugen, dann sieht es wie ein einfacher Mord aus. Philida wird nichts ahnen. Und ihr erhaltet einen netten Bonus. Geht jetzt. Möge Sittis mit euch gehen. Okay. Gut, das klingt nach einem Plan. Ich glaube, ihn brauche ich nicht nach Hilfe zu fragen. Ich glaube, er würde uns nicht groß helfen können. Aber hey, Teleandril. Hallo, meine süße Schwester. Es füllt mein Herz mit Freude, euch wiederzusehen. Die Mutter der Nacht war dir hoffentlich gewogen. Hast du vielleicht einen Tipp für meinen Auftrag? Ich würde natürlich nie vorschlagen, euren Bonus zu verwirken, aber Felian in einem Haus zu töten klingt so langweilig. Zu schade, dass ihr ihn nicht von einem Balkon aus erschießen konntet. Aber zuerst müsst ihr ihn einmal finden, nicht wahr? Die Elfen der Kaiserstadt bilden eine enge Gemeinschaft. Fragt sie nach Felian. Dankeschön. Das ist auch schon mal hilfreich. Mögen. Ich
Ich würde sagen, das reicht uns auch schon an Informationen. Und wir gehen doch jetzt mal durch unseren geheimen Ausgang. Durch den Brunnen. Success. Irgendwie hat es das Spiel im Moment mit den Ladescreens. Das dauert immer eine ganze Weile. Okay, der einsame Wanderer. Wir reisen per Schnellreise in die Kaiserstadt, in den Markt, beziehungsweise wir reisen in den Elfengartenbezirk. Da gibt es bestimmt ein paar Elfen. Aber was ich mich frage, falls es jemanden interessiert, wir haben gerade Donnerstagabend, 22.23 Uhr und ich nehme den Part für morgen auf, weil ich die Zeit verpeilt habe. Ja, ich bin sehr klug. Ich grüße euch. Und, Ich höre euch zu, Bürger. Seid ihr gut? Ich brauche ein Elf. Vielleicht kann mir der Bettler helfen. Ich möchte doch nur. Nee, der kann mir nicht helfen. Okay, aber habe ich auch nicht erwartet eigentlich. Und ich muss mal ein bisschen näher ans Mikro rücken. Das Problem ist, vielleicht weiß es der eine oder andere, ich habe ja ein Standmikrofon. Das Blue Yeti, wenn ihr es genau wissen wollt. Und das Problem bei dem Standmikrofon ist halt, ich darf mich nicht allzu weit von dem Mikrofon entfernen. Beziehungsweise ich muss in der konstanten Entfernung bleiben, sonst wird es während der Aufnahme lauter und leiser. Das heißt, ich sitze teilweise recht verkrampft da. Der Sound ist zwar besser als bei den meisten Headsets, aber es ist halt ein bisschen, ja, umständlicher, sag ich mal. Auch ein Elf. Hi! Da, die ist ein Elf. Ihr tragt die Schatten gut, Kamerad. Hi. Ich bin auf der Suche nach Felian. Felian, sagt ihr? Oh ja, ich weiß, wer er ist. Ziemlich unangenehmer Zeitgenosse, um genau zu sein. Ich glaube, er lebt im Tiber Septim Hotel. Das liegt im Talosplatzbezirk, hier in Kaiserstadt. An eurer Stelle würde ich dort nachfragen. Danke. Und ich kann uns bei der Ausbildung helfen. Nur einer beherrscht Schlösser besser als ich. Ihr müsst von Jbana lernen. Ihr findet ihn im Hauptquartier der Kaiserlichen Legion eingekerkert. Mal sehen, ob wir euch nicht ein paar... Okay, zu der Quest, die wir hier gerade angenommen haben, will ich mal kurz das erklären. Und zwar, man kann ja, also sämtliche Fähigkeiten, das zeige ich gerade mal hier, es gibt ja verschiedene Stufen, die man erlangen kann. Also es gibt Lehrling, Geselle etc. Die höchste Stufe ist ab 75. Dafür gibt es immer nur einen einzigen Lehrer, der einem das beibringen kann. Und für den, um die Quest von dem quasi zu... Von dem kriegt man immer eine Quest, die muss man für ihn erledigen, dann ist er bereit, einen zu trainieren. Dazu muss man aber auch erstmal die Quest auf die entsprechende Stufe bringen. Und ja, mal gucken, ob wir das noch machen. Einfach für die Quest. Hauptquartier der Legion der Kaiserstadt. Also im Knast. Wisst ihr was, da werde ich später sogar mal reinschauen, einfach weil es mich interessiert. Die Quest habe ich nämlich noch nicht gemacht bisher. Und es klingt doch reizvoll, mal ins Gefängnis einzubrechen nochmal. Ich meine, haben wir ja schon mal gemacht, wir können es auch nochmal machen. Aber jetzt gehen wir erstmal ins Tiber Septim Hotel und kümmern uns um die Quest der Dunklen Bruderschaft. Ah, da haben wir es ja. Ich höre zu, sprecht nur weiter. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Ach, oben ist jemand. Hallo. Mein Name ist Ancus Afranius. Ich tue, was gerade anfällt. Oder gar nichts, wenn ich es mir leisten kann. Klingt doch nach einem Plan. Könnt ihr mir etwas über Felian sagen? Felian, sagt ihr? Oh ja, ich weiß, wer er ist. Ziemlich unangenehmer Zeitgenosse, um genau zu sein. Ich glaube, er lebt sogar hier, im Tiber Septim Hotel. Sprecht mit der Wirtin Augusta Calidia. Sie kann euch sicher mehr über ihn erzählen. Danke für den Tipp. Schatten mögen euch. Okay, wo ist die denn? Hier, das hi. Willkommen im Tiber Septim Hotel. Ich bin Augusta Calidia, eure Wirtin. Was könnt ihr mir über Felian sagen? Ja, ich weiß, wer Felian ist. Ich weiß sogar ziemlich viel über ihn. Aber ich sollte nicht tratschen. Schließlich kennen wir uns ja kaum. Ich bin ganz Ohr. Na gut, Einschleim. Spielchen kennen wir ja schon. Das ist ziemlich gut. Da muss ich, glaube ich, nicht groß was kommentieren Erzählt dazu. Erzählt nicht solchen Unfug. Das hört auf, ihr macht mir Angst. Reicht das schon? Felian? Und ob ich den kenne? Ein richtiger Tagedieb ist das. Er wohnt hier und zwar mit seinem Schatz Atraena. Ich verstehe nicht, was das arme Mädel an dem findet.
Atraena zahlt das Zimmer, ihr Essen, alles. Ich glaube, sie ist recht wohlhabend. Felian hatte früher auch mal Geld, war ein richtig feiner Herr. Doch das war, bevor er anfing mit dem, ihr wisst schon, Sko-Oma. Jetzt ist Felian fast nie da. Schätze, er gibt sich irgendwo Sko-Oma oder sucht in der Stadt danach. Jeden Abend kommt er zu Atraena, bleibt jedoch nur ein paar Stunden. Bei meiner Treu, wenn dieser Hochelf so weitermacht, hat er bald ausgespielt. Hm. Klingt so, als würden wir dieser Atraena einen Gefallen auch tun. Ihr. Was sollen wir machen? Hm. Ja, reden wir mit Atraena. Ihr seht heimtückisch aus. Den kennen... Ach, den kennen wir doch. Den Herrn Gwinas. Von... Das war doch der mit dem Buch, oder verwechsel ich gerade was? Atraena? Hallo? Ja, meine Dame? Wie kann ich euch behilflich sein? Ich hätte da eine Frage zu Felian. Felian? Er ist mein Schatz. Meine große Liebe. Aber ich weiß nicht, warum ich euch das erzähle. Schließlich kennen wir uns ja kaum. Ich hoffe, es lohnt sich. So eine motivierte Sprecherin. Er ist mein Schatz, aber warum erzähle ich das überhaupt? Ach, Leute, kommt schon, es geht doch ein bisschen motivierter hier. Oh, Mensch, das ist ziemlich gut. Wohl kaum. Moment, ja, doch, so. Das ist sicher, ihr seid aber wirklich süß. Scheiße. Hauptsache erstmal mein Geld rausgehauen. Das ist ein schönes Kompliment. Nee, wo, dass ich nicht lache. Jetzt sich wohl sprecht grob versteht. Reicht das? Bitte, ich will euch nicht belasten, aber ich denke, ich kann euch vertrauen. Ich weiß einfach nicht, was ich mit Felian machen soll. Das Einzige, was ihm wichtig ist, ist Sko-Oma. Er war so ein hübscher junger Mann, aber er hat alles verloren. Sein Aussehen, sein Geld, seine Selbstachtung. Ich bin ihm ein paar Mal gefolgt, um zu sehen, wo er hingeht. Er durchstreift die Stadt nach Sko-Oma und geht dann für diverse Stunden zu Lorkmirs Haus. Das ist im Elfengartenbezirk. Ich glaube, das Haus ist verlassen. Deshalb geht er dorthin, um dem Leben zu entfliehen und sein Sko-Oma zu nehmen. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Ihr seid ein guter Freund. Ich hoffe nur, dass sich mein Felian wieder fängt, sonst bringt ihn dieses schreckliche Sko-Oma noch um. Ah, nicht das Sko-Oma. Das wird ihn schon nicht umbringen, keine Angst. Das werden wir übernehmen. Los euch. Es klingt so, als würden wir damit einer Menge Leuten einen Gefallen tun. Wie geht es ihr, euch? Unserem Auftraggeber, Felian selbst vermutlich auch noch. So wie das klingt, hat er eh nicht mehr allzu große Lust. Mal schauen, ob wir ihn finden. Ich hoffe, es lohnt sich. Auf in den Elfengartenbezirk. Da waren wir ja vorhin schon. Lorkmirs Haus. Hier. Gut, dann würde ich sagen, ich gehe mal wieder näher ins Mikro. Ich verpeile das im Moment ein bisschen. Gehen wir doch mal herein, schauen wir, ob wir ihn finden. Ah, da ist er doch. Hey, hey. Was schleicht ihr euch so an? Hallo. Hey, wie, was macht ihr hier? Ihr seid nicht mein Freund. Was, ihr wisst schon, was wollt ihr? Ja, der Typ hat definitiv Probleme. Was machen wir jetzt? Was sagen wir ihm denn? Ach, Felian. Sei lieber ruhig, es ist Zeit zum Schlafen. Schlafen, aber nein, ich bin nicht müde. Ich bin ganz munter, ich habe jede Menge Energie. Das Sko-Oma, ich spüre es in meinen Adern. Hey. Ihr seid irgendwie komisch, wisst ihr das? Aber das ist nicht schlimm, Ich mag Verrückte und Sko-Oma.
Okay, der Typ hat definitiv einen Knall. Felian? Hey, so heiße ich. Ja, ich bin Felian. Oh, hey, ja, reden wir. Nun gut. Später. Ja. Ich würde sagen, wir machen nicht lange, wir spielen nicht lange rum. Wir kümmern uns um ihn. Später. Och, warten wir doch mal hier, vielleicht dreht er sich ja nochmal um. What the fuck? Hey, Felian. Bye, bye. Ups. Bye, bye. Das war's für dich, mein kleiner Freund. Na, die Schüssel nehmen wir doch mal mit. Felian ist tot. Es gibt keine Zeugen. Da hatten wir Erfolg. Auf, zurück nach Chardinal. Bin ja mal gespannt, was ich da für einen Bonus bekomme. Für diesen Mord muss man sich ja nicht immer schlecht fühlen. Sein Leben war sowieso vorbei. Aber okay. Ich glaube, der Typ hätte sich nicht mehr gefangen. Da hätte man machen können, was man will. Egal, durch den Brunnen durch. Auf in die dunkle Bruderschaft. Ucheva, wo seid ihr? Ah, hier. Der Hochelf Felian schwimmt nun im Mahlstrom der Dunkelheit zu Füßen des fürchterlichen Vaters Sittis. Und es gab auch keine Zeugen für euer Tun. Dank der von euch geübten Vorsicht wird Hauptmann Philida die dunkle Bruderschaft nicht verdächtigen und sich daher nicht in unsere Angelegenheiten einmischen. Hier habt ihr eure Belohnung und einen Bonus. Beides ist wohlverdient. Geht nun und ruht euch aus. Möge die Mutter der Nacht über eure Träume wachen. Okay. Wir haben einen Bogen bekommen. Hier, Schattenjagd. Untote vertreiben, Schaden, Lebensenergie, Schaden, Magiker und anfällig gegen Gift. Okay. Sieht doch interessant aus. Dann würde ich sagen, wir suchen uns noch einen Händler, weil wir haben jede Menge Stuff, das wir nicht brauchen. Ja, jede Menge Stuff, das wir nicht brauchen, auf jeden Fall. Schmied. Warte. Okay, nee, ist noch nicht zu spät, das ist gut. Wo haben wir hier Händler? Ich glaube, Händler sind auf der anderen Seite der Stadt. Rennen wir mal ein wenig. Also, ich werde jetzt innerhalb dieses Parts nur noch Sachen verkaufen. Also, wenn ihr sagt... Geht weg. Verkauft interessiert euch nicht, dann könnt ihr auch jetzt schon abschalten. Dann wünsche ich euch schon mal einen schönen Abend und hoffe, wir sehen uns im nächsten Part. Los jetzt. Und für alle anderen suche ich noch kurz den Laden. Marschreiter. Weil. Das ist doch Schmied, oder nicht? Ja, doch. Okay. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Mit dem müssen wir dann erstmal verhandeln. Hi. Der Marschreiter verkauft und repariert Waffen und Rüstungen. Kann ich euch helfen? Ich bin Tertia Viduzia. Erstmal würde ich gerne ein wenig mit euch reden. Hi. Solltet... Oh, der... Ich kämpfe so? Nicht gegen euch. Ich kann nicht wieder... Ihr seid erbärmlich. Ach, Mist. Das ist... Wo habt ihr den her? Das ist... Gutes... Sollte das etwa ein... So, genau. Ja, redet nur weiter. Glaubt euch ja doch keiner. Das ist wirklich komisch. Macht der es reicht. Ich kann nicht widersprechen. Ich glaube, sehr das gut, ist nicht das hat gut funktioniert. Benötigt dann feilschen wir mal mit ihr. Wie gut ist es, sie ist ein Geselle. Okay, das geht ja schon. Das geht ja noch. 60% wird wahrscheinlich eng, aber man kann es versuchen. Was verkaufen wir denn? Die Kriegsaxt, die brauchen wir nicht. Ihr glaubt doch nicht ernst. Okay. Sagen wir 55%. Yes, sehr schön. Mattweinklinge brauchen wir jetzt natürlich auch nicht mehr. Die können wir verkaufen. Zwergenpfeile verkaufen wir auch mal, weil die recht schwer sind. Sind irgendwelche, hier die Ebenholzpfeile sind auch noch schwerer. Die können wir auch loswerden. Ansonsten Pfeile behalten wir mal. Die Rüstung haben wir auch komplett. Passt eigentlich alles.
Müssten aber langsam mal... Wir müssten bei Gelegenheit doch mal zu unserem Haus und ein paar Waffen und sowas abladen. Ich meine, wir haben ein bisschen viel Zeug dabei eigentlich. Aber okay, ich würde sagen, ich setze jetzt erstmal einen Cut und beende den Part. Und hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Oblivion. Tschüss!